Video erkläre ich Ihnen, wie Sie die Automatikeinstellungen anpassen können. Noch ein Tipp: Wenn Sie schnell im Menü des Alexa 2 navigieren möchten, benutzen Sie am besten Ihren Fingernagel. Im Video wird ein Bedienstift verwendet, damit Sie der Bedienung einfacher folgen können. Beachten Sie außerdem, dass im Folgenden von Untermenüs gesprochen wird. Um ins Untermenü zu gelangen, müssen Sie die umrandeten Zahnrädchen antippen. Tippen Sie kurz auf die Zahnrädchen oben rechts, um in die Automatikeinstellungen zu gelangen. Wechseln Sie mit der Bedienfläche nach rechts zu den allgemeinen Einstellungen und begeben Sie sich mit den umrandeten Zahnrädchen ins Menü. Als erstes können Sie den Wert einstellen, ab dem die Steuerung Dämmerung erkennt. Die Steuerung kann die Beschattungen bei Nacht als Sichtschutz schließen. Um den Wert anzupassen, begeben Sie sich ins Untermenü und verändern Sie den Wert mit den Bedienflächen. Ein höherer Wert kann hilfreich sein, wenn sich Ihre Wetterstation in der Nähe einer Straßenlaterne befindet und der Standardwert nachts nicht unterschritten wird. Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Halten der Set-Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt die Übernahme. Das Bedienteil springt nach jeder Einstellung automatisch zum vorangegangenen Menü zurück. Wechseln Sie anschließend mit der Bedienfläche nach rechts, um die Fahrverzögerungen einzustellen. Tippen Sie zweimal auf die umrandeten Zahnrädchen, um die Dauer der Ausfahrverzögerung einzustellen. Die Grenzwerte der Automatik müssen für den eingestellten Zeitraum dauerhaft überschritten sein, damit die Beschattung ausfährt. Eine Erhöhung dieser Zeit kann das Verhalten des Antriebs beruhigen. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Set-Taste. Wechseln Sie mit der Bedienfläche nach rechts, um die Einfahrverzögerung einzustellen. Gehen Sie auch hier ins Untermenü. Die Einfahrverzögerung legt fest, wie lange die Grenzwerte unterschritten sein müssen, bis die Beschattung wieder einfährt. Durch die Einfahrverzögerung lassen sich beispielsweise kleinere Wolken ausblenden und es wird verhindert, dass der Antrieb ständig ein- und ausfährt. Bestätigen Sie Ihre Einstellung wieder mit der Set-Taste. Tippen Sie anschließend kurz auf den Pfeil unten links, um ins übergeordnete Menü zurückzukehren. Die nächste Einstellung bezieht sich auf den Frostalarm. Ein Frostalarm kann nur bei niedrigen Temperaturen in Verbindung mit Niederschlag ausgelöst werden. Als erstes können Sie einstellen, unterhalb welcher Temperatur die Bereitschaft für einen Frostalarm gegeben ist. Passen Sie den Wert mit den Bedienflächen an. Bestätigen Sie mit der Set-Taste. Passen Sie in der nächsten Einstellung nun den Bereitschaftszeitraum an. Nach einem Niederschlag ist während des hier eingestellten Zeitraums die Bereitschaft für einen Frostalarm gegeben. Fällt die Temperatur währenddessen unter den zuvor eingestellten Grenzwert, wird Frostalarm ausgelöst. Verändern Sie den Wert mit den Bedienflächen. Bestätigen Sie Ihre Änderung mit der Set-Taste. Stellen Sie dann ein, ab welcher Temperatur der Frostalarm deaktiviert wird. Ändern Sie den Temperaturwert im Untermenü und bestätigen Sie anschließend mit der Set-Taste. Stellen Sie jetzt die Nachlaufzeit ein. Legen Sie fest, wie lange die Temperatur über dem zuvor eingestellten Wert liegen muss, damit der Frostalarm tatsächlich deaktiviert wird. Sollte der Grenzwert innerhalb dieses Zeitraums wieder unterschritten werden, beginnt die Nachlaufzeit erneut. Verändern Sie den Wert mit den Bedienflächen. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen. Nun sind alle Parameter für den Frostalarm festgelegt und Sie können mit dem Pfeil unten links ins übergeordnete Menü zurückkehren. Die nächste Einstellung betrifft den Windalarm für Beschattungen und Fenster. Hier können Sie festlegen, für welchen Zeitraum die Automatik nach einem Windalarm gesperrt bleiben soll. Diese Einstellung kann helfen, das Verhalten des Antriebs bei wechselhaften Wetterbedingungen zu beruhigen. Während der eingestellten Zeit bleibt die Automatikfunktion gesperrt. Eine manuelle Bedienung des Antriebs ist jedoch möglich. Stellen Sie die Zeit über die Bedienflächen ein. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Set-Taste. Zum Schluss können noch die Einstellungen für den Automatic Reset angepasst werden. Der erste Menüpunkt legt fest, zu welcher Uhrzeit der tägliche Automatic Reset durchgeführt werden soll. Im Untermenü können Sie die Uhrzeit anpassen. Stellen Sie als erstes die Stundenanzahl ein. Wechseln Sie anschließend zu den Minuten. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit der Set-Taste. Legen Sie nun fest, wie lange nach einer manuellen Bedienung gewartet wird, bis die Automatik wieder aktiviert wird. Verändern Sie den Wert mit den Bedienflächen. Übernehmen Sie die Änderung mit der Set-Taste. Nun haben Sie die allgemeinen Automatikeinstellungen angepasst. Wie Sie die Einstellungen für einzelne Antriebe anpassen, erfahren Sie in einem separaten Video.